In dem heutigen Quick-Tipp geht es um die Importfunktion von Lightroom und wie man mehrere Quellen auf einmal importieren kann. Herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute geht es um den neuen Import-Dialog von Lightroom. Lightroom hat bei der Version 6.2 bzw. 2015.2 einen neuen Import-Dialog erstellt. Der kann noch genau das gleiche wie vorher, sieht nur jetzt anders aus. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund davon, habe auch ganz viele Stimmen gehört, dass das nicht so toll ist. Aber was ich euch zeigen möchte heute ist, wie man von mehreren Speichermedien oder von mehreren Quellen gleichzeitig Bilder importieren kann. Ich habe häufiger mal das Problem, dass ich bei einer Hochzeit zum Beispiel mehrere Speicherkarten benutze. Also wenn die eine Speicherkarte voll ist, dann wird die getauscht und dann kommt die nächste Speicherkarte. Und wenn ich dann später die Bilder importieren will, das sind dann je nach Hochzeit zwischen 800 und 2000 Bilder irgendwie, dann ist es natürlich blöd, wenn ich die importieren muss und zwischenzeitlich dann, wenn der Import durch ist, dann die Speicherkarte wechseln muss. Und es gibt dann eine Möglichkeit, wie man mehrere Speicherkarten oder auch mehrere Quellen auf einmal importieren kann. Erstmal zeige ich euch grundsätzlich, wie der Import-Dialog funktioniert, beziehungsweise wie man hinkommt, und zwar hier über links importieren, kommt jetzt der neue Import-Dialog. Der sieht ein bisschen schicker aus, wie gesagt, dauert einen kleinen Moment. Sieht ein bisschen schicker aus, kann man aber, ja, wie gesagt, sieht einfach ein bisschen schicker aus, muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Na, hier hängt es gerade so ein bisschen. Irgendwie möchte der heute nicht so. Ah ja, da haben wir ihn. Der neue Import-Dialog. Wir haben oben hier, kann man den Computer durchsuchen, hier sind die letzten, Ordner, die wir importiert haben, und hier unten haben wir die Möglichkeit, vom Laufwerk, von einer Karte oder von der Kamera direkt zu importieren. Ich möchte jetzt die Karten importieren, habe zwei Stück, wie man hier oben sieht, das ist eine kleine 2. Ich drücke drauf und dann kann ich auswählen, welche Karte ich importieren möchte. Die heißt jetzt genau gleich, weil das liegt daran, dass beide mit meiner Nikon D750 aufgenommen wurde und die Kamera benennt die Karten halt ebenso. Ich klicke es einfach mal auf die obere, ist aber auch völlig egal. Ich habe jetzt die obere ausgewählt. Dann wird mir hier links, wie früher, auch die Quelle angezeigt. Falls das bei euch nicht der Fall sein sollte, dann oben einmal auf das Symbol klicken und schon erscheint auch hier der Import-Dialog. Und normalerweise würde man hier über Geräte sollten jetzt die Speicherkarten angezeigt werden sie jetzt nicht, beziehungsweise es wird nur die eine Speicherkarte angezeigt. Möchte ich mehrere Speichermedien nutzen, dann habe ich hier bei Arbeitsplatz, werden mir hier meine ganzen Ordner angezeigt oder halt auch Laufwerke. Und in dem Fall hier habe ich einmal die Nikon D750 mit dem Laufwerk I und einmal mit L. Wenn ich hier die beide öffne, werden mir hier die entsprechenden Ordner darin angezeigt. Die heißen in dem Falle gleich. Und jetzt das Interessante, wenn ich jetzt die Steuerung-Taste gedrückt halte, kann ich erst den einen Ordner markieren und zusätzlich den zweiten Ordner auch. Jetzt sehen wir hier oben, dass auch das zwei Ordner ausgewählt sind und schon werden mir auch alle Dateien angezeigt. Wie sieht, der rechnet hier jetzt noch kurz durch und zeigt mir dann quasi an, welche Bilder importiert werden sollen. Der geht jetzt hier runter, weil ich habe den Import nämlich schon mal gemacht, muss ich zugeben. Und der würde jetzt hier irgendwann mal einstellen, dass quasi keine doppelten Ordner importiert werden sollen, beziehungsweise keine doppelten Bilder. Deswegen zeigt er hier jetzt auch keine Bilder zum Installieren an. Er zeigt hier auch, ist bereits installiert, beziehungsweise bereits importiert. Deswegen möchte der das jetzt nicht. Genau. Darum ging es eigentlich nur ganz kurz. Wie gesagt, man kann mit der Steuerungstaste kann man mehrere Quellen anklicken, dann werden einem von mehreren Quellen auch die Bilder komplett angezeigt. Ja, das war's wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.